Was wollen Sie? Guten Abend, mein Name ist Michel. Ich möchte gern zu meiner Tochter Charlotte, die ist seit heute hier. Tut mir leid, ist nicht möglich. Wie nicht möglich? Da gibt es eine Kontaktsperre in den ersten Monaten. Meine Tochter ist minderjährig. Sind Sie verwandt mit Peter Lustig? Ich will da jetzt auf jeden Fall rein. Sie können da nicht rein. Gehen Sie bitte vom Gelände. Ja, ey, hallo, es geht um meine Tochter, die will ich sehen. Tut mir sehr leid, ich kann da nichts für Sie tun. Mama? Maus! Mama! Süße! Kann ich mitkommen? Bitte sag mir, dass du mich mitnehmen kannst. Maus, die lassen mich nicht rein. Die sagen, es gibt irgendwie Kontaktsperre. Wie geht's dir? Ich will hier raus. Bitte, mach irgendwas. Oh, mein Engel, die komm hier rein. Die Tür abgeschlossen. Ich komm nicht rein. Was? Können wir... Wer ist denn das? Mama, bitte. Oh, meine Süße. Nein, lassen Sie mich wenigstens mit ihr reden. Nein. Es tut mir leid, es wird schlimmer. Bitte. Sie steht doch bestimmt irgendwie unter Schock. Mama! Mama! Ich hol dich hier raus, ich verspreche es dir! Also jetzt reicht's. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen das Gelände verlassen, das machen Sie jetzt bitte augenblicklich. Ich will nur 5 Minuten, ich will doch nur gucken, wie es Ihnen geht. Sie können nicht mit ihr sprechen, das habe ich Ihnen schon gesagt, Sie gehen jetzt bitte. Ich gehe jetzt einfach verlassen nicht Sie das Gelände, sonst rufe ich die Polizei. Ich rufe die Polizei, das ist Hausfriedensbruch. Gehen Sie sofort. Ja, ist ja gut. Scheiße. Trotz aller Versuche hat Agnes seit 2 langen Tagen keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter. Die 39-Jährige kann vor lauter Sorgen weder essen noch schlafen. Während Ralf Vogel gegen den richterlichen Beschluss kämpft, findet Charlie einen anderen Weg. Dankeschön. Charlie! Mama, was ist denn? Komm mal her, komm mal her. Charlotte, was machst du denn hier? Ich hatte Hunger und ich wollte nicht mehr in dem Heim bleiben. Oh, nee. Ich wollte nicht mehr in dem... Bist jetzt da abgehauen? Na klar. Wie kommst du hier eigentlich rein? Wie geht denn das? Guck mal hier, Dietrich. Es ist echt nicht schwer, die Tür zu knacken. Da würde ich mir mal ein bisschen Sorgen machen, Mama. Ja, was du für Dinger drauf hast, da mache ich mir Sorgen. Sag mal, wie bist du denn da jetzt überhaupt weggekommen? Was ist denn da los? Also, da fahren auch jeden Tag Autos hin, die irgendwas liefern und irgendwas abholen. Und dann schlubbelt man sich mal in so ein Auto mit rein. Das Auto fährt los und ich bin weg. Ganz einfach. Kann ich bitte was essen? Ja, ich finde ja schön, dass du darüber lachen kannst. Na klar. Dir ist aber schon klar, dass jetzt wieder irgendwie sich alles dadurch verschlechtert? Ich habe dir doch gesagt, dass ich mit dem Rechtsanwalt dabei bin, diese Neubegutachtung anlaufen zu lassen. Du haust da ab und denkst jetzt, es ist völlig okay, oder was? Vielleicht ist es nicht völlig okay, aber ich kann dort nicht bleiben. Okay, da werde ich verrückt, da kriege ich einen Knacks weg. Weil da sind total bekloppte Leute. Die sind alle durchgeknallt. Ich komme mir vor wie im Affenhaus da. Wirklich, ich musste da weg, es ging nicht anders. Und ich dachte, du verstehst mich vielleicht. Deswegen bin ich zu dir gekommen, Mama. Ja, ich freue mich ja auch, dich jetzt hier zu sehen. Aber du rennst wieder mit dem Kopf durch die Wand und ich muss das dann für dich ausbaden. Das ist so ein bisschen mein Problem, weißt du? Ich habe dir gesagt, du musst da bleiben. Versteh doch, das ist wie ein Knast dort, okay? Das ist Gefängnis. Ja, ich habe dort Ausgangszeiten. Das sind vielleicht 2-3 Stunden am Tag. Die Leute sind... Polizei. Raus. Pass auf dich auf. Guten Tag. Guten Tag, Sie wünschen? Wer sind Sie bitte? Ich bin die Großmutter. Die Großmutter, ja. Wir sind auf der Suche nach Charlotte. Wir wollen mal ganz kurz gerne gucken. Guten Tag. Wo wollen Sie denn hin? Wir wollen gerne mal schauen. Wie, was, ja? Was schauen? Ja, hier ist niemand. Sehen Sie das? Geh mal kurz gucken. Wir sind auf der Suche nach Ihrer Tochter. Sie wissen ja bestimmt schon, dass sie aus dem Mädchenheim abgehauen ist, ne? Ich habe sie nicht mehr gesehen und nicht gehört. Sind Sie sicher? Ja. Sagen Sie mir auch die Wahrheit? Wir würden... Da ist sie nicht, ja? Sie gut, dann scheint es ja zu stimmen, was Sie gesagt haben. Natürlich stimmt trotzdem, Sie wollen uns natürlich sofort anrufen, ne? Wenn Ihre Tochter sich bei Ihnen melden würde, oder? Das wollen Sie doch machen, oder? Sie wissen schon, dass Sie verpflichtet sind, uns zu helfen. Ja, ich habe eine Verpflichtung meiner Tochter gegenüber. Das haben Sie ganz richtig erkannt. Aber es wäre auch schön, wenn Sie uns helfen würden. Das ist mein Kind. Und Sie wollen mir jetzt mit Ihrer Haltung zeigen, irgendwie sind Sie auf der Suche nach einem Schwerverbrecher? Ja. Habe ich hier irgendwas nicht verstanden? Ey! Die Schulschwänzerin Charlie Michel wurde vom Jugendamt in ein geschlossenes Heim gesteckt.
Während Anwalt Ralf Vogel gegen den Beschluss des Familiengerichts vorgeht, ist es Charlie gelungen, aus dem Heim zu fliehen. Doch die Polizei ist ja auf den Fersen. Die 15-Jährige hatte Glück im Unglück. Ein Fahrradfahrer hilft ihr, leugnet gegenüber dem verfolgenden Polizeibeamten sogar, sie gesehen zu haben. Glauben Sie, wir werden Ihre Tochter schon finden. Da ist er ja. Ja, sag mal, was ist denn los hier? Hast du dich da abhängen lassen von so einer kleinen 15-Jährigen? Ja, weg ist er. Oh Mann, du warst früher auch schneller, ja? Ja, früher hat man einen Kaiser, komm hier auf jetzt. Frau Michel, so. Haben Sie eine Idee, wo Ihre Tochter untergekommen sein könnte? Nein. Freunde, beste Nein. Freundin, Freund, Opa, Oma, Tante, Onkel. Denken Sie doch mal nach. Das war immer ein Hin und Her, ich weiß nicht, wer... Sie müssen uns helfen. Ich weiß nicht, zu wem sie gehen würde, bei wem sie sich jetzt am besten auffällt. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Straftat, was Sie machen. Sie haben erst Ihre Tochter versteckt, jetzt ist sie auch noch abgehauen und jetzt wissen Sie nicht, wo sie ist. Das ist blöd. Ja, so das finde ich auch. Das finde das ganze Verfahren jetzt blöd. Ja, das natürlich finde ich auch. Das bringt doch nur noch mehr Schere rein, ich habe Ihrer Tochter. Keine Ahnung. Die Strafe muss sie trotzdem absitzen. Was bedrängen Sie mich denn so? Ich habe doch keine Kristallkugel, die mir sagt, was hier los ist. Das ist wichtig. Das ist für Ihre Tochter auch wichtig. Was ist, wenn jetzt was passiert? Sie ist eigentlich in der Obhut des Mädchenheims jetzt. Das sagen Sie mir, aber Sie sind doch die Polizei, dann finden Sie sie. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo sie hingeht. Ohne Ihre Hilfe geht das nicht. Ist doch wohl klar, dass... Ja, das ist doch wohl klar, dass Ihre Tochter sich bei Ihnen meldet. Und Sie können mir mal glauben, dass ich nicht weiß, wo jetzt mein Kind ist. Macht mir mehr Sorge als Ihnen. Tun Sie Ihre Arbeit. Ja. Sag mal, was hältst du davon, wenn wir... Fangen wir jetzt erstmal mit der Schule an? Bei der Schule, bei der Lehrerin nochmal nachfragen oder was, ja? Ich hätte nicht zu ihr sagen dürfen, dass sie zurück ins Heim gehen muss. Das war echt ein Riesenfehler. Mein armes Kind jetzt ganz allein, ohne Geld, ohne alles, mache ich mir verdammt Sorgen. Wo geht sie jetzt bloß hin? Agnes informiert sofort ihren Anwalt über Charlies Flucht. Ralf Vogel schlägt vor, mit Charlies Klassenkameradinnen zu sprechen. Er hofft, dass Charlie Kontakt zu ihnen aufgenommen hat und sie daher wissen, wo die 15-Jährige ist. Während der Jurist noch in einem Termin feststeckt, macht sich Agnes schon allein auf den Weg zur Schule. Hallo ihr zwei. Hallo Kim, hallo Zoe. Ich habe ein Problem und möchte eigentlich, dass ihr mir helft. Ich weiß nicht, wo Charlie ist und vielleicht sagt ihr mir, wo ich sie finden kann. Was wollen Sie überhaupt von uns? Ich möchte, dass ihr mir sagt, wo ich Charlie finde. Bleibt ihr bitte mal stehen, Kim? Ich bin Ihre Mutter und will ihr helfen. Hast du dafür bitte ein bisschen Verständnis? Sie ins Heim zu stecken, das ist ja wohl nicht helfen. Sekunde. Bleibst du bitte stehen, Kim, du auch. Wenn du sowas sagst, wenn du von dem Heim weißt, hast du sehr wohl mit ihr gesprochen, oder? Und selbst wenn wir mit ihr gesprochen hätten, wir würden eh nicht sagen, wo sie ist. Und den Bullen? Und den Bullen würden wir das auch nicht sagen. Komm so. Bleibt ihr jetzt gefälligst mal stehen? Wisst ihr eigentlich, was ihr mir antut und damit auch Charlie? Ich bin mir sehr sicher, dass ihr wisst, wo sie ist. Gut, wenn ihr es mir nicht sagen wollt, ich find's schon raus irgendwie. Na, viel Spaß beim Suchen. Ralf Vogel hält es für besser, allein mit Charlies bester Freundin Zoe zu sprechen. Gleich nach seinem Termin fängt er die Schülerin gemeinsam mit Agnes auf dem Nachhauseweg ab, um sie zur Rede zu stellen. Ach, schauen Sie mal, das ist Zoe. Das ist die Freundin von Charlie, ja? Ja, genau. Mhm. Mhm. Zoe, hallo. Oh, nee. Können wir bitte noch mal mit dir sprechen? Lauert ihr mir auf? Zoe, einen Blick mal. Ich bin der Rechtsanwalt von Frau Michel. Mein Name ist Vogel. Und wir haben wirklich ein dringendes Anliegen. Wir müssen herausfinden, wo Charlie ist. Deshalb frage ich dich noch mal. Wo ist Charlie? Wie oft habe ich es denn schon gesagt? Ich weiß nicht, wo sie ist. Das glaube ich dir nicht, Zoe. Schau, du bist die beste Freundin von Charlie. Wenn es einer weiß, dann doch du. Du weißt doch sogar von dem Streit von ihr mit ihrer Mutter. Also wirst du doch wissen, wo sie sich rumtreibt. Also es kann schon sein, dass ich mal mit dir telefoniert habe vor einer Weile, aber jetzt weiß ich auch nicht, wo sie ist. Zoe, bitte, warte mal ganz kurz. Ich gebe dir Geld für die Info, okay? Geld? 50, 100 Euro, so viel wie du willst. Es geht mir doch nicht ums Geld. Ich will nur Charlie helfen. Ja, ich will auch Charlie helfen, deswegen bin ich ja hier. Ja, sie ins scheiß Heim zu stecken, das hilft natürlich. Herr Vogel, dann klingel ich jetzt und dann reden wir mit der Mutter. Nein, lass das mal sein. Die Mutter wird auch nichts wissen, bin ich sicher. Wir machen Folgendes, wir werden einfach Zoe beschatten. Zoe wird uns direkt zu Charlie führen. Wir setzen ins Auto und warten, bis sie wieder rauskommt. Und dann irgendwann mal wird sie vielleicht Charlie warnen wollen und dann bringt sie uns genau zu ihrer Tochter. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie groß meine Sorge im Moment ist. Wenn Charlie jetzt irgendwas passiert, verzeih ich mir in meinem Leben nicht. Sie helfen doch ihr gerade, sie machen alles, was sie können. Frau Michel, warum machen Sie jetzt Vorwürfe? Ich würde vorschlagen, wir beschatten jetzt Zoe und wir werden jetzt schon Charlie finden. Rechtsanwalt Ralf Vogel und seine Mandantin warten angespannt im Auto vor Zoes Zuhause. Was ist denn das da für einer? Das ist der
Joe, glaube ich, der Freund von Zoe. Ah, sie wird also abgeholt. Wir sollten uns unbedingt an die beiden dann ranhängen. Da kommt's ja. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Was hat sie denn da in der Hand? Das ist so eine Konservendose. Das ist Essen. Schaut mal, wir haben einen ganzen Rucksack voll Essen dabei. Ja, habe ich gesehen. Das ist doch ein Care-Paket für Charlie. Das würde Sinn machen. Ich bin gespannt, wo die uns hinführen, die beiden. Na, hoffentlich direkt zu Charlie. Ralf Vogel folgt Zoe und ihrem Freund Joe. Sein Plan, auf diesem Wege direkt zu Charlies Versteck geführt zu werden, scheint aufzugehen. Agnes schlägt das Herz bis zum Hals, als der Wagen plötzlich hält. Sie hofft, dass Charlie sich in der Nähe versteckt und sie ihre Tochter nun endlich sehen kann. Zoe steigt aus, dann steige ich auch gleich aus, dann laufe ich ihr hinterher. Warten Sie, sie hat den Rucksack gar nicht dabei. Wir haben ihn entdeckt und das ist jetzt ein Trick, dass sie uns ablenken wollen. Da, wo der Rucksack hinfährt, da bist doch Charlie. Was soll denn jetzt Zoe zu Charlie gehen ohne Essen? Lass uns mal warten, vielleicht können wir dem hinterherfahren. Ja gut, vielleicht haben sie da recht. Ralf Vogel und seine Mandantin Agnes Michel sind fieberhaft auf der Suche nach Agnes Tochter Charlie. Die 15-Jährige wurde vom Jugendamt in ein geschlossenes Heim gesteckt, ist von dort aber geflohen. Der Anwalt folgt Charlies Freunden, in der Hoffnung, so zu dem Versteck der Schülerin geführt zu werden. Jetzt müssen wir uns aber doch ein bisschen dranhalten. Schnell. Komm. Der Anwalt will Charlie vorerst zurück ins Heim bringen, um sie vor noch härteren Konsequenzen zu bewahren. Er verfolgt den Jungen durch die Kleingartenanlage am Rande Berlins. Das ist mein Kind. Oh Gott, ich freue mich. Ich hab sie. Oh, Charlie, meine Süße. Oh, ich hab dich gefunden. Oh, bin ich froh, dich zu sehen. Schleppst jetzt echt meine Mutter hier mit an. Den Rechtsanwalt, kannst du dich nicht vielleicht einmal umgucken, ob dir jemand folgt? Ja, dafür kann ich doch nichts. Sorry, ich halte mich da raus. Oh Mann, ganz ehrlich. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Ich habe mir fürchterliche Sorgen gemacht. Und es tut mir leid, dass wir uns gestritten haben. Das wollte ich natürlich nicht. Ja, schön. Ihr kommt aber sowieso nur her, um mich in das blöde Mädchenheim zu bringen. Da bin ich nicht. Charlie, ganz kurz, warte mal. Wir haben schon ein neues Verfahren angestrebt, ja? Und es wird dazu kommen, dass du nochmal begutachtet wirst. Und nur weil es einmal zu einer Fehlbegutachtung gekommen ist, heißt es doch nicht, dass es wieder passieren muss. Fehlbegutachtung? Ey, die Fuzzis von dem Amt sind alle gleich, okay? Erstens. Zweitens, die war 20 Minuten mit mir da drin, okay? 20 Minuten und denkt danach, ich bin antisozial gestört und denkt, dass sie meine Psyche kennen und alles verstanden hat. Wie, Charlie? 20 Minuten hat die gesamte Begutachtungsbefragung gedauert? Na, hab ich doch gerade gesagt, oder? Ey, das kann doch nicht sein. Ich meine, es gibt keine feste Zeit, wie lange so eine Begutachtung zu dauern hat. Ja. Aber 20 Minuten ist doch eindeutig zu wenig, um über das Schicksal von einem Kind zu entscheiden. Das wollen Sie mir nicht sagen. Ganz ehrlich, es kann einfach auch nicht wahr sein. Die Frau ist sowas von unkompetent. Und da können Sie auch meine Nachbarin fragen, Vicky. Da hat jetzt nämlich genau das Gleiche passiert. 20 Minuten war die Olle mit ihr da drin und pöpp, sie hat auch eine antisoziale Störung, genauso wie ich. Wenn das stimmt, ist das wirklich ein Skandal. Und da muss das Gericht hier auf jeden Fall tätig werden. Abgesehen von den Verfahren, die ich schon angestrebt habe. Sag mal, Charlie, du musst mir jetzt oder uns noch einmal vertrauen und einen Gefallen tun. Du musst jetzt für mindestens 48 Stunden mal zurück ins Mädchenheim. Hör mir zu, Charlie. Ich erkläre dir, warum. Es geht nicht anders. Schau mal. Du musst zurück ins Mädchenheim, weil ich brauche Zeit, um die Gutachten zu überführen. Ich brauche das Gutachten von Vicky. Ich muss es abgleichen mit deinem Gutachten. Dann muss ich ein Verfahren anstreben, muss einen Antrag stellen beim Gericht. Das kostet deine Zeit. Und was macht das für einen Unterschied? Ob ich jetzt hier bin oder dort, in den 48 Stunden kannst du das doch genauso machen. Nein, pass auf, hat einen Großteil. Erst möchte ich die Gutachterin hier nicht bei schlafenden Hunden wecken, dass sie runterriecht. Und zweitens bist du minderjährig. Das heißt, wir müssen dich hier mitnehmen. Wir können dich nicht einfach hier allein lassen in irgendeiner Laube. Ich habe keine Lust, wieder in dieses ätzende Heim zu gehen. Ist doch nicht schwer zu verstehen. Es ist ja nur für 48 Stunden. Guck mal, maximal und dann holen wir dich wieder raus. Meinst du nicht, du kannst das noch mal durchhalten? Weil ich glaube, irgendwie gibt es keinen anderen Weg. Ich verstehe dich doch, Charlie. Es tut mir wirklich leid, was du durchmachst, Süße. 48 Stunden, okay. Wenn eine Gutachterin gerade mal 20 Minuten aufwendet, um so ein folgenschweres Gutachten zu erstellen, dann ist das für mich nicht nur skandalös, sondern vermutlich auch ein Betrug. Ich gehe davon aus, dass sie deutlich mehr Arbeitsstunden abgerechnet hat.
Und um hier handfeste Beweise gegen Frau Willenkamp in der Hand zu haben, werde ich mir erstmal das Gutachten von Vicky besorgen und es dann mit dem Gutachten von Charlie abgleichen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ralf Vogel fährt Charlie zurück ins Heim und will danach die Mutter von Charlies Heimmitbewohnerin Vicky Kilian aufsuchen. Doch den Anwalt beschäftigt noch etwas anderes. Müsste das auf der rechten Seite sein? Alles klar, gut, dann werde ich finden. Sagen Sie mal, ich bin aufgefallen, dass so wie Charlie aus diesem Heim ausgebüxt ist. Ja, da muss sie schon ganz schön clever gewesen sein. Ja, clever ist sie. Aber war sie schon von klein auf. Ja, und abgesehen davon hat sie, obwohl sie nie in der Schule war, hervorragende Noten gehabt. Das ist für mich ein Zeichen für Intelligenz. Haben Sie sie vielleicht mal testen lassen? Testen worauf? Ob sie hochbegabt ist. Hochbegabt? Ah, hier ist es. Schauen Sie mal. Ah, sehr gut. Nee, habe ich noch nicht. Meinen Sie, sollte ich mal machen? Ja, unbedingt. Na, wenn Sie das sagen. So, nun gucken, was wir jetzt erreichen können. Dann wollen wir hoffen, dass die Frau Kirchner auch da ist. Ja. So, warte mal. Ja, ich höre was. Da ist irgendwie auch Musik oder so drin. Ich bin zu Hause. Guten Tag, Frau Kilian. Mein Name ist Vogel. Ich bin Rechtsanwalt und das ist meine Mandantin, Frau Michel. Hallo. Es geht darum, dass meine Mandantin eine Tochter hat, die in dem gleichen geschlossenen Mädchenheim untergebracht ist wie Ihre Tochter. Ich würde ganz gerne mit Ihnen mal darüber reden, wenn Sie Zeit hätten. Ja, okay. Dürfen wir reinkommen? Ja, bitte. Dankeschön. Gehen Sie durch. Okay. Ja, die beiden Mädchen sind befreundet und da gibt es eine ähnliche Problematik in meinen Augen. Soweit ich weiß, ist denn doch auch Ihre Tochter Victoria aufgrund eines Gutachtens von einer Frau Willenkamp dort eingewiesen worden, oder? Ja, die Psychologin, das ist richtig. Hm? Ganz kleinen Moment. Ja, jetzt machen wir gerade Sport, ne? Ich höre es und sehe es. Richtig angekommen. Ich muss ja und zwar, ein bisschen wegräumen. Hätte ich eine Frage, sagen Sie, haben Sie mal mit Ihrer Tochter über diese Begutachtung gesprochen? Nee, nicht wirklich. Ja. Nein. Wir haben nicht gerade so den Kontakt gerade momentan. Und da ist es echt schwierig gerade. Gut, verstehe. Aber hat Ihnen Ihre Tochter mal gesagt, wie lange diese Begutachtung gedauert hat? Sie meinte, es wären 20 Minuten gewesen, aber das habe ich ihr nie geglaubt. Ich bin davon ausgegangen, es dauert mehrere Stunden. Die Tochter meiner Mandantin hat genau das Gleiche gesagt. Mhm. Auch, dass die Begutachtung nur 20 Minuten gedauert hat. Das scheint Ihre Tochter nicht gelogen zu haben. Ich habe der Psychologin da völlig vertraut, weil sie wird ja wissen, was sie da tut. Also. Das war in diesem Fall vielleicht ein Fehler. Das hat nämlich Frau Michel auch gemacht. Sagen Sie mal, haben Sie für das Gutachten von der Begutachtung da, von Ihrer Tochter? Ja, müsste ich irgendwo. Ja, wenn Sie einen kleinen Moment Platz nehmen, dann gehe ich suchen. Sehr gerne, danke schön. Ja, und Frau Michel, vielleicht könnten Sie mir mal das Gutachten von Charlie geben. Ja, mache ich. Dann versuche ich, die beiden mal gegenüberzulegen und vielleicht kann ich dort neue Erkenntnisse gewinnen. Ah, traumhaft. So. Geben Sie mir das mal. Kann ich Ihnen was anbieten? Danke, nein, danke, nein. Nein, danke. Okay. Aber so ging es mir nämlich auch, ne? Ich dachte auch, eine Psychologin, die wird schon wissen, was sie macht. Und dann hat sich aber alles irgendwie in Ungereimtheiten verwandelt. Ach, was denn für Ungereimtheiten? Ich verstehe das alles jetzt gerade nicht so. Also, das kann doch gar nicht wahr sein. Schauen Sie mal, das sind die beiden Gutachten von zwei ganz verschiedenen Mädchen. Die sind identisch, die sind fast wortgleich. Die gesamten Textblöcke hier, die wurden einfach nach dem Motto Copy and Paste hier eingefügt in dieses Gutachten. Und auch die Diagnose. Mit der gleichen Begründung, komplett identisch. Das ist für mich kriminell, was die Frau hier gemacht hat. Das ist Sache für die Polizei. Wie Polizei? Aber dann muss ich sie ja sofort da rausholen. Dann muss ich jetzt sofort ins Heim gehen. Frau Kilian, so leicht geht das nicht. Keine Alleingänge. Wir müssen schon rechtlich korrekt hier vorgehen. Ich bin der Meinung, ich beauftrage die Polizei und schicke die dahin. Die wird sich das alles anschauen. Und wenn die Frau Willenkamp überführt, dann haben sie ihre Tochter schon bald wieder. Aber ich muss doch jetzt was tun. Im Moment können wir leider gar nichts machen. Deswegen habe ich mir den Rechtsbeistand besorgt. Und mit Herrn Vogel werden wir auf jeden Fall unser Ziel erreichen. Bitte verzweifeln Sie nicht. Mir ging es genauso. Ich habe auch Bauchschmerzen wegen dieser Geschichte. Frau Kilian, wir bleiben in Kontakt und werden Sie informieren. Und bitte versprechen Sie mir jetzt keine Alleingänge. Damit tun Sie Ihrer Tochter keinen Gefallen. Ja? Ja, okay. Gut. Also vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Wiederschauen. Bis bald. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Außer dem Datum, dem Namen, hat die Gutachterin da überhaupt nichts geändert. Eine solche Form der Fehlbegutachtung beziehungsweise schon Nichtbegutachtung, ist mir noch nie untergekommen. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Gutachterin auch ganz andere Gutachtungszeiten abgerechnet hat beim Gericht. Denn die wahre Zeit kann sie wohl kaum angeben. Und dann hätte sie sich auch noch strafbar gemacht wegen Betruges in zwei Fällen. Ralf Vogel hat sofort eine Strafanzeige gegen Karin Willenkamp gestellt.
Die Polizeibeamten durchsuchen daraufhin die Praxis der Psychologin. Mit Erfolg. Die Beamten finden weitere identische Gutachten. Das waren schon so viele Kisten. Und gucken Sie mal, jetzt kommen hier noch mehr Kisten. Ja. Hinter jeder einzelnen Akte, da steht ein Kind. Das Schicksal einer ganzen Familie vermutlich. Ja. Dass man einer Frau so viel Macht gibt und so viel Verantwortung. Und sie dann so missbraucht. Das heißt, ich bin schockiert und erschüttert zugleich. Diese Frau ist... Geht mir nicht anders. Monster sein, ja? Ach, da haben wir sie ja. Jetzt hören Sie mir mal eine Sekunde zu. Wegen Ihnen geht es meiner Tochter hundsmiserabel. Ich möchte gerne mal wissen, wie Sie es noch schaffen, sich selber im Spiegel zu betrachten. Wie reden Sie eigentlich überhaupt mit mir? Na, so wie es passt. Haben Sie Kinder? Können Sie überhaupt bei diesem richtigen Volk noch mitquatschen? Sagt mir, nicht nur, dass Sie Ihren Beruf verfehlt haben. Sie haben von nichts eine Ahnung und davon jede Menge. Und es steht mir bis hier, dass Leute wie Sie sich auf den Rücken der Kinder ausruhen. Erstmal zeigt man nicht mit Fingern auf Menschen. Und wissen Sie überhaupt, wie viele gestörte Menschen und Kinder da draußen rumlaufen? Ja, mir steht einer gegenüber. Ich bin voll im Bilde. Nein. Oh, ja, wenn ich nicht wäre, würde es ganz anders aussehen. Da draußen. Beruhigen Sie sich jetzt bitte erst mal. Soll ich dankbar sein? Ich sag erst danke, wenn Sie Ihren Beruf aufgeben. Das denken Sie. Frau Wellenkamp, Sie kommen jetzt erstmal mit zur Vernehmung. Die werden Sie mich. Also diese Frau ist doch echt mal an allen Stellen undicht. Da kann man mal sehen, was jemand anrichtet in so einer Position, der noch Macht über Menschen hat. Also ich will Charlie jetzt einfach nur rausholen. Ich werde jetzt meinen Anwalt holen. Wie können Sie mich denn überhaupt anfassen? Ja, dann ziehen Sie die Jacken jetzt über und dann ist gut. Machen Sie doch alles. Ach, das ist doch wirklich die Höhe. Das glaube ich doch gar nicht, dass das jetzt wirklich hier... Frau Wellenkamp. Ach, ich kann nicht mal. Wenn die anderen beiden kommen, muss ich die anderen genau. Und dann müssen wir eben zur Dienststelle losfahren. Alles klar. Ja? Ja. Komm mal rein. Da hat sich die Akte geschlossen und die Sache erledigt. Können Sie sich eigentlich vorstellen, wie gut es mir jetzt dabei geht? Sehr schön. Die Polizei verdächtigt Karin Wellenkamp, fehlerhafte Gutachten in betrügerischer Absicht erstellt zu haben. Sie ermittelt gegen die Psychologin wegen Betrugs in mehreren Fällen. Aufgrund dessen konnte Ralf Vogel in einem Eilverfahren erreichen, dass Charlie schon am nächsten Tag aus dem Heim entlassen wird. Auch Charlies Zimmernachbarin Vicky Kilian darf wieder nach Hause. Nicht nur Agnes ist überglücklich. Da ist sie! Hallo! Ich bin so froh, dass ich da nicht raus bin. Hallo, alles gut? Ja, schön, dass du da bist. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich da rausgeholt habt. Und hoffentlich auch nie wieder. So. Können Sie da bitte den Platz hier zügig freimachen? Das werden wir schon machen, werden wir schon. Machen Sie auch keine Sorgen. Geht's dir gut? Ja, wir wollen ja auch nicht bleiben, länger als wir müssen. Ne? Jetzt geht's mir gut. Oh. Freiheit. Mein Schatz. So, was passiert mit der blöden Psychotante? Also die Frau Wellenkamp, die wird sicherlich nie wieder ein Gutachten schreiben, wenn sie überhaupt jemals wieder arbeiten wird. Sie wird ihre Zulassung verlieren und weiter gibt es auch ein Strafverfahren. Jetzt kommt es darauf an, wie sie abgerechnet hat. Ich gehe davon aus, dass sie wegen Betruges in mehreren Fällen verurteilt wird und möglicherweise auch wegen der Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft. Jo, das klingt doch gut. Also die brauchen sich keine Sorgen machen, die wird ihre gerechte Strafe erhalten. Sehr schön. Ja. Wegen der Schule, kann sie denn da jetzt eigentlich noch hingehen? Mama, also auf die Schule gehe ich ganz sicher nicht nochmal. Also ganz bestimmt nicht. Okay, dann schauen wir uns nach einer anderen um. Ja, bitte. Denke ich, ist auch angebracht. Okay. Zum Glück ist ja alles gut gegangen. Und jetzt steht nur noch das Ergebnis dieser Neubegutachtung aus. Da bin ich aber ganz sicher, dass das ganz anders ausfallen wird. Ich bin so froh, dass ihr mich da rausgeholt habt. Ich hätte es echt keine Sekunde länger ausgehalten. Ja, das glaube ich dir. Und jetzt gehen wir nach Hause und feiern noch ein bisschen. Charlie wurde erneut begutachtet. Wie Ralf Vogel schon vermutet hatte, ist eine überdurchschnittliche Intelligenz die Ursache für Charlies auffälliges Verhalten in der Schule. Die 15-Jährige war schlicht unterfordert. Charlie wird nun eine Klasse für Hochbegabte besuchen. Die Psychologin Karin Wellenkamp wurde wegen Betruges in mehreren Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten auf Bewährung verurteilt.